Applaus ist nicht da, wo das Herz ist, sondern da, wo man respektiert wird. Meine Marke bedeutet nichts mehr. Da schießt man ein paar Kinderfickern in den Rücken, schon heißt es Marke weg, Knarre weg, Rente weg. Einfach so. Ja, ich war der Boss, bis ich den Falschen aufgeschlitzt hab. Hey, pass doch auf. Ein Freund von meinem Vater, ein Schiffskapitän, nahm mich dann auf. Ah, der Captain. Vom Heroin bin ich runter, hab aber immer ein Messer dabei, falls mir irgendein Pisser krumm kommt. Wenn es nach mir ginge, hätte ich meine M9 noch. Aber Psychos gibt man keine Waffen. Der General zieht ein paar Fäden und schon gilt man als krank. Scheiße, sind wir nicht alle krank? Wieso wären wir sonst hier gelandet? Ich musste weg. Menschen wie ich, die respektieren das Leben nicht. Nur die Regeln. Ich brach sie. Ich kann nicht mehr zurück. Erst wenn ich weiß, wie ich Katja und unsere Tochter schützen kann. Aber das Leben ist eine Hure. Wenn es mal läuft, kommt ein scheiß Pirat und fickt deiner Chance auf ein neues Leben in den Arsch. So läuft das. Ich wollte nur das Geld. Piraten kamen von überall her angekrochen. Aber mit denen bin ich fertig geworden. Die waren nicht das Problem. Das Problem war dieses Arschloch von einem Captain. Der Schwanzlutscher hat uns verraten. Er hat uns um unsere Kohle betrogen und das Schiff und alle darauf an irgendwelche durchgeknallten Piraten verkauft. Der dreckige Arschfotze. Die scheiß Arschklappe. Der Captain war ein Freund meines Vaters. Unser Freund. Hey. Was macht man einfach nicht? Hab dich, du Ficker! Ich werde... Wir hatten nur eine Chance, und zwar zu kämpfen, um nicht wie Vieh verkauft zu werden. Und solange der Captain da draußen ist, ist der Kampf nicht vorbei. Bis wir ihm das Geld aus seinen kalten, toten Händen reißen. Hättet sie alle! Na, dann wollen wir mal. Auf welchem Arschpickel der Welt sind wir denn hier gelandet? Erkennst du es nicht? Die Mädels vom Schiff sagen, das ist Piratengebiet. Nur noch Stammesfäden und Blut ab hier. Ich gehe voraus. Hey! Der kommt wieder. Hey, wenn der Captain mit den Piraten zu tun hat, hat er Kontakte hier. Dann wird sich der Schwanzlutscher als erstes mit denen treffen. Macht sicher den Deal klar, den er am Laufen hat, und verzieht sich mit der Kohle. Unserer Kohle. Dann müssen wir den Ficker finden und ihm die scheiß Kehle rausreißen. Was glotzt ihr denn? Ich hab sein Boot gesehen. Aber der Weg ist voller Piraten. Wir müssen kämpfen. Lasst uns endlich loslegen. Und genau das haben wir auch vor. Yeah! Endlich geht's los hier mit unserem Let's Play Together von Far Cry 3. Und wir müssen jetzt noch eine Bewaffnung wählen. Wähle Bewaffnung. Ah, das haben wir doch schon gemacht. Haben wir doch alles schon gemacht. Alles haben wir schon gemacht. Ich dachte, wir können die Schwanzlutscher jetzt wegballern, alle. Genauso wollten wir das auch machen. Bereit. Da, ich bin bereit. Alle bereit. 5, 4, was? Huch, 3, 2, 0, 7. Komm, ich klick nochmal schnell. Ja, und wir spielen. Dann haltet euch bereit. Genau, und wir spielen jetzt hier diesen kooperativen Spielmodus zum ersten Mal. Der Gong ist da ein bisschen am Maulen schon wieder hier und endlich wieder hier. Ich habe keine Zeit, ich bin 80 Jahre alt, ich sterbe bald, ich muss mich ein bisschen beeilen hier. Okay. Shift ist laufen. Wie gesagt, wir spielen das jetzt komplett blind. Jetzt folgen wir einfach den Brotkrümeln. Hey. Kopfschuss! Hey. Entschuldigung. Naja, und wie gesagt, das hier ist unser schönes neues Let's Play Together Projekt und das wird jetzt noch vor Left 4 Dead 2 laufen. Left 4 Dead 2 kommt dann direkt hinterher geworfen. Aus und wir müssen uns jetzt aber erstmal hier. Ihr seid genau. Hier alle an der Muni vorbeigelaufen. Alter, ich werde hier voll getroffen schon. Ja, Alter, huch! Du liegst sogar schon. der Gronkh. Wie geil war das denn bitte? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Neben dir war ein Pirat, der hat mich weggeballert. Oh, Granate, Granate, Granate! Nix Granate, Alter. Das war ein Fass. Leute, wie duckt man sich denn eigentlich bei diesem Game? Mit C, C natürlich. Mit C. Und ich würde vorschlagen, Alter, wir bleiben auch erstmal geduckt. Boah, die sind verdammt schwer, die Piraten. Das ist nicht ohne. Geht schon gut ab hier. Die Wichser! Die teilen wir damit durch. Oh, da kommen mehr. Da kommen mehr. Achtung, Achtung. Und man muss erwähnen, noch mal ganz kurz, wenn ich das gerade in den Raum werfen darf. Ich hab gar keine Granate.
Komm der Grunke geht weiter vor. Man muss erwähnen, dass das hier der kooperative Spielmodus ist. Und der ein völlig anderes Spielgefühl hat. Boah, ich verteile einen Kopfschuss nach dem anderen gerade. Geht mir genau so. Und der so Junge ist weg. An die Steuerung gewöhnt tatsächlich, weil ich habe eigentlich mit C, finde ich ja, das finde ich ja irgendwie nervig. Ich glaube, das muss ich mir umstellen. Das ist eigentlich normal. Ja, wir werden von hinten angegriffen, Leute. Ach, von hinten, was? Muss nachladen. Baller ich Piraten. Weg. Den alten Schokostecher. Mir geht schon wieder richtig mies hier. Richtig mies. Geht die Düse wieder, ja? Ja. Ja, der Gronkh ist der Opa. Ihr seht schon, Le Gronkh. Und hier der Rumpel, der ist Sergeant Manny heute. Genau. Manny Mark. Oh, Alter. Vorsicht. Laservisiere. Boah, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wuhu. Am besten immer geduckt laufen erstmal. Ja, ich verkrümmel mich mal hinter Sarazar. Dann wird der. Du bist also wieder mutig heute. Ja, genau. Ich hätte gerne Granaten. Ah, ich hab welche, das weiß ich sogar. Rums, Killer. Mit G. Mit G können er die werfen, die Granaten. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon ein bisschen jetzt mal angespielt, wenigstens den Singleplayer-Teil, das Let's Play. Könnt ihr ja auch schauen bei mir auf dem Channel. Wir laufen ja Singleplayer. Brenne, Judas, brenne! Entschuldigung. Und kooperativer Spielmodus, synchron gerade miteinander. Und wir haben uns ja gerade. Alter, ihr lauft schon viel zu weit nach vorne gerade. Ich bin doch genau neben dir. Was beschwerst du dich denn? Der Sarazar ist alles super. Der Sari ist halt sowieso. Alles umgemallert. Alles umgemallert, da kam gerade ein Schuss und hier ist gerade so ein rotes Laservisier wieder. Balle, Alter, lauf da nicht so rum. Du wirst weggeballert. Ich hab den Typen hier im Schach, Leute. Ich hab, ich hab dir gerade den Rücken freigehalten, weil Alter, wie du die im Schach hast. Akuter Bleimangel! Akuter Bleimangel. Der Walle, Alter. Sehr guter Spruch. Wir haben genug von den Idioten umgelegt, wir können weiter. Checkpoint erreicht. Yeah, Freunde. So läuft's hier bei Far Cry. Wir müssen erst noch ein Spiel durchstarten. Wie gesagt, hier der kooperative Spielmodus. Ganz was anderes als der Singleplayer. Kooperativer Spielmodus. Auch eine völlig andere Story, die angeblich ein halbes Jahr vorher handelt. Ah, oh, Alter. Scheiße. Der hat mich hier mit seiner scheiß Shotgun, du Wichser. Jetzt wäre ich aber sauer allmählich. Hier stolpert. Wow, ich habe keine Muni mehr. Nachladen. So, und wir müssen hier anscheinend in dieser Map irgendwie nur Piraten ummähen, ne? So. Hab ich das Gefühl. Mehr müssen wir gar nicht machen. Können wir hier die Waffen von denen eigentlich auch aufheben? Ja, können wir. Können wir. Und wir können auch Muni aufnehmen, aber da draußen sind noch, Boah, geht drauf, so. Dreckspirat. Ich mach ja die ganze Zeit ein bisschen Fernkampf sozusagen, weil meine Muni von der einen Knarre alles. Warte mal, ich hol ganz kurz, warte mal ganz kurz. Hier ist doch Muni, oder? Ja, wo ist meine andere Knarre, Alter? Noch. Wo ist meine andere Knarre? Wie kann man denn Muni aufsammeln? Mit welcher Taste? Munition ist E. Alle. Eigentlich mit E. Naja, das tue ich und da passiert auch. Nice, Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe. Boah. Was denn? Alter. Hast du wieder die Situation unter Kontrolle? Ja, ich habe hier vier Feinde oder sowas geblättet, während Alter. Ihr da sucht, wie man Muni aufnehmen kann. Ja, komm, jetzt prahlt er wieder. Ich meine das nicht als prahlen, ich meine das vorwurfsvoll. Ah, hier, einfach E drücken. Munition auffüllen. Ganz einfach. Wie E und je. Ich hab das Spiel schon durchgespielt. Mir geht das nicht. Check ich das, ich raff's gerade nicht. Warte, ich komm mal zu dir. Moment. Hier, ja, ich bin direkt hinter dir. Das ist doch Muni hier, oder? Okay, warte, dann hol ich auch nochmal. Nee, da links ist Muni. Das hier, da ist noch keine Muni, hier, da links. Hier. Hä, wieso ist das denn Muni und das andere nicht? Eh halten. Das ist einfach so eine Sache, einfach, die du nicht verstehst. Ja. Ja, Raketen sind halt Raketen, Munition ist Munition. So ist das nun mal. Ja, leck mich doch am Arsch hier. Ach, halt die Fresse, du Schweinlutscher. Aggro jetzt hier. Wir müssen noch ein bisschen ins Spiel reinkommen, ihr seht. Das ist jetzt auch das erste Mal für uns, dass wir den kooperativen Spielmodus spielen. Und wie gesagt, ich habe den Singleplayer jetzt auch nur ganz kurz angezockt. Boah, ich finde das ja total nervig mit Alter, C vier Kopfschüsse ineinander. Gibt es keine Gnade. Geil, scheiße. Oh, ich spiele hier Hangman. Ja. Die haben aber alle nicht das Wort. Wort mit fünf Buchstaben. Oh Mann, ich will auch mal Midi-Angriff machen. Säubere und untersuche das Dorf. Yeah. Aua. Ich habe gerade eine Tagesherausforderung absolviert. Ich weiß aber nicht welche. Du hast eine Tage? Was? Eine Tagesherausforderung habe ich absolviert. Am Sanan. Oh ja. Scheiße. Den Assist. Oh. Ach du Wichser. Kopfschuss. Und noch ein Wichser. Ich bin irgendwie ein Level aufgestiegen, habe ich noch ein Kopfschuss. Gefühl. Ja, das kann sein. Das sind die Rollenspielelemente in hier in Far Cry 3. In die Tonne lag ich auch mal in die Luft gerade. Ach, du warst das gerade? Jo. Scheiße, nachladen. Da ist einer hinter der Palme. Das bringt mich auch die Palme hier, wenn der hinter der Palme. Aber ja, der wedelt sich da ein bisschen ein. Ja. Einen von der, ne? Ein sehr warmer Tag. Was eigentlich, wenn ich T drücke mit dem Kampfschrei?
dann kriegen wir alle ein bisschen Boost dadurch, wenn wir Kampfschrei machen. Die Jagd beginnt, habe ich gerade einen Erfolg bekommen. Genau. Wollt ihr Muni haben? Wo ist Muni? Wo ist Muni? Die wird immer angezeigt in weiß, tatsächlich Muni, hier drin. Weiß gar nicht. Ach, das ist Sarazar. Ich laufe hier Sarazar hinterher. Ah, und mit meiner Waffe, die übrigens Killerzar heißt. Deine heißt doch eher Hasenzahn. Hey, Hasenfuß. Was ist denn jetzt los hier? Die ich hab doch noch was in die Luft gejagt. Kein Problem. Alter, sei mal nicht hier so hier, ne? Wir sind hier nicht beim Livestream, ja? Hey, hier sitzt er in der Hütte. Vorsicht! Ach komm. Rima Kassé. Ich war gerade fischen, als die Piraten... Moment. Ihr seid die Ausländer, die den Briten verfolgen. Er kam gerade vorbei und sprach von irgendwelchen Spinnern, die an sein Geld wollen. Passt auf. Ihr braucht jemanden, der die Insel kennt. Und ich brauche Leute, die keine Angst haben. Teilt das Geld mit mir und ich bin eure rechte Hand. Ich bin Sito. Hier, fang. Wir werden mein Boot brauchen. Könnt ihr mit Werkzeug umgehen? Der ist aber cool. Der Sito. Der Sito. Wir haben dir gerade das Leben gerettet. Wir schulden dir gar nichts. Und teilen tun wir schon gar nicht. Penner. Ja, Bewaffnung wählen. Können wir wieder. Ich nehme einfach das, was ich habe. Das war super. Ich auch. Hier, bereit einen aus. Pam, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Pam, bereit, Alter. Ich bin bereit. So breit, so waren wir noch nie. Hau weg, die Scheiße, so Alter. Breit hier, so richtig breit sind wir. Hallo. Test. Levelaufstieg. Genau. Als allererstes solltet ihr diese Booster-Spritzen nehmen. Oh, Booster-Spritzen. Alter, wir reden schon im Haus. Bringt mein Mädchen zum Laufen. Was? Hier liegt noch eine Booster-Spritze auf dem Boden. Ja, die könnt ihr euch mitnehmen. Le Gronkos, komm Le Gronk, nimm die mal mit. Ich hab, glaube ich, schon. Du hängst irgendwie fest, machst hier einen kleinen Dance, irgendwie sowas. Ich komme aber ich finde, das spielt auf den ersten Eindruck nach... Wie Dead Island, nur mit Waffen irgendwie, ne? Ja, ne, so ein bisschen Dead Island-Touch hat's und ohne Zombies, dafür Piraten halt ein bisschen realistischer gehalten alles. Die Kämpfe sind doch nicht gerade unanspruchsvoll. Ich glaube, da werden wir noch fett auf die Fresse fliegen. Ja, aber ich kenne. Bis jetzt kam man ja ganz gut durch eigentlich. Naja, hat das Spaß ist ja auch gemacht. Das Tutorial-Level, also da würde ich jetzt noch nicht so... Ja, aber für unsere Verhältnisse, wir schaffen ja sonst keine Tutorials normalerweise. Und das Schöne ist, hier haben wir im Gegensatz zu Left 4 Dead die Ruhe, einfach auch mal die Insel ein bisschen zu erkunden, weil die Grafik ist genial, die Grafik-Engine sieht einfach Hammer aus. Das ist auch noch so eine Sache, die man ja auch mal erwähnen kann, ne? Ja. Natürlich ist der Coop-Modus jetzt lange nicht so storylastig wie der... Hier ist Muni. Singleplayer-Modus. Ich habe die unterschieden... Ihr seht das bei den Thumbnails auch, ob das jetzt eine Coop-Folge ist oder eben eine Singleplayer-Folge und bei dem einen steht dann Far Cry und bei der anderen steht dann Far Cry Let's Play Together direkt darunter. Okay, bei mir sowieso nur Coop. Während ihr quatscht, repariere ich mal das Boot, ja? Ach komm, das okay, weiß ich nicht. Okay, mach das doch mal. Wie geil sieht das denn aus? Was hast denn du da in der Hand? Ein Werkzeug. Ich weiß nur nicht, ob ich da jetzt nah ich auch, dran hier. Bin. Vier. So ein Brenner, ne? Werkzeug. Ich will auch. So, wir reparieren alle zusammen. Burn! Ja, das war das einfachste Reparieren, okay, das was ich jemals reichen, gemacht habe. Wir sind hier. Ich möchte was reinschreiben in den... Nee, geht nicht, leider. Verteidigt das Boot! Von wem denn? Seht uns zur Flucht. Mit diesen, Höre Bongo-Musik, da hinten kommen welche. Ding ist immer noch nicht fit, oder was ist da los? Doch, aber wir müssen das Boot verteidigen. Da hinten habe ich einen Piraten gesehen, da versteckt sich einer. Ja, wo denn? Kopfschuss! Ah, schön, Alter. Gregor. Gut gemacht. Opi. Oh, da kommen noch mehr, tatsächlich. Kopfschuss! Kopfschuss! Yeah! Ich liebe Kopfschüsse am Morgen! Oh, wir müssen die linke Flanke ein bisschen noch decken und die rechte auch. Nach dem Kaffee scheißen und dann Kopfschuss! Oh, komm schon hier, was soll das denn jetzt? Kopfschuss! So, wenn ich da nicht getroffen habe, der Bootstatus, Leute, unser Boot wird irgendwie befeuert. Guck mal, der geht runter. Aber von wo zur Hölle? Ich sehe da einen! Oh ja, hier von der Seite kommen die auch, die Dreck. Kopfschuss! Geh drauf! Ja. Ich nehme mal die Seite hier hinten. Ich bin ja relativ happy, dass sie immer so rote, auffällige Klamotten tragen. Ja. Wie die Straßenwacht. Ah, der ist immer noch da. Gibt's ja nicht. So, ich hab grad fast die Palme umgeschossen. Hab ich hier was gesehen? Ich muss laden! Hier ist Muni. Da war ich schon mal. Scheiße, der ist da. Da ist einer. Ich habe einen gesehen. Alter! Haben wir einen Friendly Fire? Würde mich mal interessieren. Darf ich dir mal einen Fuß schießen, Rumpel? Dann schieße ich aber auch zurück. Nee, es geht. Ist kein Friendly Fire. Vorsicht mit der Muni. Ich repariere mal schnell das Boot gerade. Halt, stopp, da kommt ein Boot mit Piraten. Ich repariere mal unser Boot. Dann kannst du den Bootstatus wieder ein bisschen aufheben. Mach mal lieber das Piratenboot weg. Der ist tot.
Der Pirat, oh, die kommen auch von hinten, die kommen von allen Seiten. So, komm her, komm her, komm her. Und so schnell vor allem. Da war doch einer gerade. Wo ist der denn hin? Ach, der ist tot. Hinter dir, Rumpi. Wie hinter mir? Ja, da rennt einer. Kommt der denn jetzt? Da rannte einer. Ich habe meinen Kampfschrei aktiviert. Mal gucken, was es bringt. Maximale Gesundheit erhöht, das habe ich gerade gelesen. Ah, sehr geil. Ihr habt vielleicht auch irgendwelche Specials mit T. Ja, ja, wir haben alle, wir haben alle Kampf, wir haben alle Kampfschrei. Ach so, Alter, das ist ja gut. Boah, ich muss hier noch richtig reinkommen in das Spiel. Ich werde ja noch nicht so ganz warm hier. Echt? Also ich halte mich gerade ein bisschen zurück, muss ich ehrlich sagen, weil wir müssen ja vor allem das Boot verteidigen. Aber es läuft ganz gut. Wo gibt's hier Munition irgendwo? Da kommen auch wieder Piraten. Da kommen wir, die mache ich mal in der Knarre. Double Kill! So, ich hau auch mal ganz kurz Muni. Oh, ich werde hier gerade angegriffen. Wo seid ihr denn? Wo ist denn die Muni? Ich hab eben ganz kurz Muni geholt, hier in dem Haus. Oder da, wo ich bin. Ah, wo es weiß ist, ne? Da. Hier, Kugel, braucht ihr Kugel? Das wird gar nicht auf dem Boden angezeigt. Erfolg, kleine Freunde. Euer Captain ist in die Kurve da verschwunden. Soll ich euch bringen? Sagt Bescheid. Sag mal, ey, fahr doch nicht mit dem Boot weg. Der fährt weg. Haut der einfach ab. Mal, ich hab jetzt noch mal grad, oder hätten wir jetzt da drauf sein müssen? Untersuche das, den Rest des Piratenlagers, steht da gerade. Ja, da müssen wir hier hin, Freunde. Ja, ich sehe, das wir dürfen ja hier leicht wir dürfen hier im Let's Play ja fluchen, ne? Das machen die natürlich ja in den Trailern auch. Verdammte, immer, ne? Verfickte Kackscheiße. Der Arschfotzenkopf. So, wollte ich jetzt nochmal ganz kurz auch mal. Ist ja nicht mein Channel, weißt du? So, die Mucke ist auch ganz geil. Die Mucke ist Hammer. Ja, ja, ne? Wir laufen gerade hinterher, weil du wieder wegrennst. Von wegen, ich lauf weg. Kopfschuss. Natürlich. Ich mach die Braten weg. So sieht's aus. Die Braten? Die Braten mache ich weg. Ein Dubstep hier, oder? Ne? Aber echt, ja, aber geil. Fällt mir die Mutter. Ich muss laden! Ein Scharfschütze! Kill Assist. Irgendwas haut ihr alle um hier, der ist voll die Maschine. Aber das Gute ist, ey, ich bin immer noch am Warten, wenn du mir vor die Flinte kannst rennst. Kannst du mich gerade... Ja, ich wurde gerade weggeschossen vom Sniper. Ja, das sind noch ganz viele Sniper, Leute. Mach mal eh, bei mir gerade. Ich komme. Nee. Moment. Jetzt habe ich die Wache dich. Gewechselt, das ist ja dumm. Scheiße. Komm mal aufstehen. Danke dir, mein Bester. Runter, runter mit dem Kopf. Ja, ja. Oh, ich hätte hier unterschiedliche Waffen ausrüsten sollen. Einer vielleicht ein Scharfschützengewehr und dann... Hatte ich vorhin noch. Ich habe es noch ausgewählt. Kopfschuss. Einen habe ich weg. Alter, ja, wie kriegst du das denn hin, auf diese Entfernung einen Kopfschuss mit der Scheißwaffe zu machen? Weil ich hab die auch gewischt. Du musst dir intervallmäßiges feuern, aber ich hab den nicht getötet, mein. Ein paar Mal getroffen, da wird das hier so ein Kopfschuss. Der ist hinter mir. Ich hab auch einen Kopfschuss gemacht. Ja, Gretz. Geht eigentlich, ne? Ja, aber es ist also schon so eine Glückssache, ne? Ja, du musst halt weit oben hinziehen. Vorsicht, Vorsicht. Muss den Pixel erwischen. Oh, 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 mich greift hier der Typ an. Oh Mann, da wäre ich mal gerade um. Ah, super. Noch einer. Oh Mann, das ist ja irgendwie nicht so geil. Kommt mal ein bisschen näher, Freunde. Ja, vielleicht. Ja, ja, ich bin hinter dir. Wir stürmen die Insel. Können wir denn nicht auch schwimmen? Geht das nicht? So, der nächste ist weg. Doppelkill. So wie Gott will. So, Doppelkinn. Hallo. Michael Schumacher. Fetter Doppelmord. Schwimmst du? Wer schwimmt da gerade rüber? Ich schwimme. Ich bin das. Ich auch. Na gut, dann schwimme ich jetzt mal mit. Ich wollte nur gucken, ob die Küste clear ist. Die Küste ist nicht clear. Die Küste ist nicht clear. Rechts kommen welche aus dem Gebäude. Vor allem das Geile ist ja, dass Sergeant Manny sich voll verschrieben hat, ey. So doof ist der Rumpel, weißt du? Alter, ich werde hier aber gerade voll abgetrieben vom Fluss. Weil du STG heißt, Alter, statt SGT. Ja, das ist, das stammt. Jetzt sag mir nicht, das wäre extra gewesen. Aus einer Überlebenden-Kill habe ich gerade bekommen, was auch immer das ist. Oder musst du, glaube ich, aufpassen, die gehören zu uns. Was? Überlebenden Kill ist keine Auszeichnung. Katz und Maus, Erfolg! Kuh halten. Mit Kuh kann man sich heilen. Sehr gut. Du willst eine Kuh halten? Kauf dir doch eine auf dem Markt. Ah, ja, ja, ja. So, finde ein Fahrzeug, Muni, um den Captain zu verfolgen. Muni, hier gibt's Muni. Muni will ich auch und dann will ich ein Fahrzeug, dann will ich nach Hause. Und hier hinten gibt's für Rumpel ein Feld. Wie, für mich ein Feld? Zum Üben oder was? Nee, hier gibt's ein Feld für dich, glaube ich. Das ist doch nicht für mich. Ah, das ist doch hier ein richtig schönes Feld. Aber das ist sind ja Weihnachtsbäume, das sind alles... Nee, alles das ist eine Grasplantage. Ja, ja, ne? Das sind Weihnachtsbäume. Die bauen hier alle Dope an, also wenn das...
Oh, Warnung, zurück in den Kampf. Und man darf hier nicht zu weit raus. Ja, also wenn Weihnachten um ist, dann kannst du den Baum anzünden und bist da, machst du ein Happy Face über zum Besten. Können wir die Piraten überreden? Oder wenn wir das Handfeld anzünden, dann müssten eigentlich alle stoned sein. Das wär, und das Spiel ist zu Ende, weil alle Freunde sind. genau, das wäre geil. Irgendwie sowas. Oh, irgendwie ein stationäres MG. Ich würde aber sagen, wir machen hier eine kleine Pause und machen dann in der nächsten Folge weiter, oder Freunde? Jawohl, ja. Baller doch nochmal genau hier mit dem stationären. Yeah, Gregor Honk. Palme. Ja, die Palme, bam, 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 bam. Wieso krieg ich die Palme nicht weg? Voll. Die wackelt voll. Ja, die wackelt, aber wackelt die geht Palme nicht weg. Schade. Diesmal auf mich. Hier, guck mal. Ich bereite jetzt hier. Boah, wie geil die Waffe raucht. Warte. Kopfschuss. Ja, boah, Mann. Sieht cool aus. Ey, das ist voll unrealistisch. Wenn man mit so einer Waffe auf jemanden draufhalten würde, da würde man noch was sehen, dass da was passiert. Ja, ist doch. Coole Special-Effekte und so. Find ich, also ich finde auch die Steuerung und die Einladung echt geil, also auch das ganze Gameplay-Feeling, dieses Grafikdesign sowieso sehr ansprechend. Macht auf jeden Fall Spaß hier in der Runde Far Cry 3 mit euch im Multiplayer zu zocken und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Alter, wo ist denn eigentlich das Klo in dem Dorf? Das gibt's nicht. Da mach doch einfach da in die Hütte da vorne. Nee, komm, kack jetzt in den Fluss, ich kacke jetzt in den Fluss. Genau, man muss in den See gehen und dann... Ah, oh mein Gott, ja, wir schalten ab, bis dann. Gott sei Dank haben wir kein Soundboard dabei. Bis dahin, Freunde. Tschüss.